Na, was mache ich denn? Ja, er hat Durst, ich weiß. Dann geht noch Frau Wurst. So. Nein, was mache ich denn? Mal gehen erstmal hier die Fasern immer wegmachen. Lass jucken, Kumpel. Da war schon mal der Yucca-Palm. Hallo? Die Yucca-Pflanze. Kann ich. Wieso kann ich nicht. Hallo. Hallo, Spiel. Ich. Ach, da kann ich hin. Ach, hier kann ich hinbauen. Okay. Dann machen wir es dahin. Da. Da. Nein. Ach, da geht's wieder nicht. Warum? Na super. Egal. Dann machen wir einen hier hin. Wieso kann ich den hier nicht davor bauen? Okay. Naja, ob das reichen wird, man wird sehen. Ich habe keine Ahnung. So, ich beeile mich mal, eben hier schnell durchzukommen. Lalalala. Macht natürlich Sinn, wenn hier alles offen ist, vorne dann zuzubauen. Aber wir können ja eigentlich theoretischerweise, wir haben ja die Nacht, haben wir ja Zeit. Wir können ja, theoretischerweise können wir ja eigentlich einfach bauen, weil uns hält ja nichts auf, ne? Weil wir können im Prinzip, können wir uns ja so ein bisschen schützen. Also fürs Erste. Ich würde auch gerne eine Tür da einbauen. Warte mal, hier so eine Tür. Baue ich mal. Und dann nochmal Holzrahmen. So. Alter, wie geil, wir haben noch einen Kochtopf. Das werde ich alles in die Kiste reinpacken. Was wir haben, haben wir. So, wie kann ich jetzt hier... Hallo. Nein. Soll's... Genau, innen. Hier soll auch die Tür rein. Ich muss mal eben gucken, wo habe ich denn die Tür jetzt? Hier ist die Tür. Aha. Wie kann ich die... Mache ich die innen oder mache ich... Nee, ich glaube, ich mache die innen. Ja, ich glaube, ich mache die innen rein. So, warte mal. Dann machen wir so, so. So, so und so. Hier machen wir wieder verstärkt, aber erstmal... Darum brauche ich nicht raus. Ne? Hallo? Spiel. Verbessern wir wieder. Ich hoffe, wir haben genug Holz gesammelt, um alles zu verbessern. Und ich glaube, ich habe sogar noch Eisen oben in der Kiste. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich meine, ja. Da können wir, glaube ich... Hallo, Spiel? Ich glaube, wir können das sogar mit Eisen verstärken dann. Alter, 10 braucht das an Holz. Boah, das kostet alles so viel Ressourcen hier. Aber ich will wenigstens eine sichere Festung haben. Und wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Weil am 7. Tag kommt ja schon die erste Horde. Und ich habe es einmal erlebt und nein, das ist jetzt nicht so prickelnd, dass man sagen möchte, ja, hohoho, ich freue mich sehr darauf. So. La 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 la. So, warte mal, dann bauen wir nochmal hier. Ich baue nochmal so ein paar Holzrahmen. So, da kommt da einer hin, das kommt weg hier, der Müll. Kann ich mal eben durchsuchen. Vielleicht ist ja irgendwas drin. Nein, ist nichts drin. Also kann das weg. So. Holzrahmen, 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 Holzrahmen. Und dann können wir noch eben verbessern. So. Ich weiß, jetzt gar nicht so spannend. Aber naja, gut. Wir müssen es machen. Ist halt ein Überlebensspiel, ein Survival-Spiel. Survival. Und da gehört es nun mal dazu, dass man auch Ressourcen farmt und ein bisschen baut. So. Achso, hier fehlt noch ein... Der nimmt aber die Yucca-Palme. Wie komisch, der mal der die Yucca-Palme da oder die Yucca-Frucht in die Hand nimmt. Wieso kann ich denn da nichts hinbauen? Aha. Nimmt die mal sehr, sehr komisch in die Hand. Mich wundert's immer. Ich esse die mal eben. Haben wir 19%. 24. 22. 26. Hä? 31. Aber wir können ja sowieso genug Kakteen hier farmen. Wir haben ja hier genug um uns herum. So. Das Schöne dabei ist ja wirklich, man hat ja hier... Alter Schwede, wir haben hier immer dann eine super Aussicht. So, das reicht jetzt mit dem Essen. Trinken kannst du nochmal einen Schluck. So. Okay, dann würde ich sagen, da haben wir zu. Da haben wir auch zu. Dann gucke ich jetzt gleich mal, ob wir oben in unserer Kiste... Ob wir da... Hier ist auch alles zu, ne? Ja, sehr schön. Ob wir in unserer Kiste oben
Kann ich das... Kann ich auch zu... Ich baue hier mal zu. So. Ob wir in unserer Kiste noch ein bisschen Eisen haben, dann können wir das nämlich auch nochmal verbessern. So, dann haben wir da auch zugemacht. Hier ist, glaube ich, Stein, ne? Ja, genau. Hey, da war Eisen. Warte mal. Na toll. Jetzt, genau jetzt in dem Moment geht unsere Axt kaputt. Finde ich natürlich super. So. Favoriten. Ich hätte gern meine Steinaxt. Am besten zwei Stück. Boah, wir haben noch jede Menge Holz. Was ein paar... Hä? Okay, ich habe zwar gerade Eisen gesammelt, aber irgendwie... hat das nicht aufgesammelt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So. Dann gucken wir mal, unsere Werkstatt. Hier können wir natürlich dann auch später zubauen, irgendwie mit Eisen und tralala, damit wir da ein bisschen noch mehr geschützt sind. Ach so. Ist natürlich super, wenn die hinten offen ist. Macht Sinn. Warte mal, kann ich... Da kann ich doch bestimmt eine Tür reinbauen, ne? Wo haben wir denn... Jetzt muss ich nochmal gucken. Alter, dieses Menü ist so überfüllt. Wo ist denn... Eisenrahmen? Ach doch, wir haben drei Eisen. Holztür... Warte mal, kann ich... Was ist, wenn ich Tür eingebe? Hallo? Ach, okay. Ist das Tür? Nee. Hä? Wo habe ich denn... Wo ist denn Ü? Normalerweise ist hier Ü oder hier, aber ich habe kein Ü. TT natürlich. Hm. Holztür. Okay, ich mache die Holztür und dann baue ich die aus demnächst. Dann baue ich die irgendwie mit Ei. Okay, es wird gerade dunkel. Ich mache mal hier ein bisschen Licht an. Dann bauen wir die Tür demnächst aus hier hinten. Dann machen wir hier... Okay, ich glaube, ich brauche zwei. Okay, ich brauche zwei Türen. Fällt mir gerade auf. Ich würde gerne... Hallo. Hallo, Spiel. Okay. Die müssen wir natürlich ausbauen. Kann ich die? Ja, kann ich. Mit Holz geht das. Ja, ja, ja. So, okay. Gehen wir mal hoch. Wie schön, dass wir hier oben Licht haben. So. Alter, das mit dem... Nee, das ist nicht gut. Warte mal, ich muss es ein bisschen anders machen. Mit dem Lichtchen. Weil sonst strahlt das so komisch hier an. Huch, hallo. Hallo. Ist irgendwie grün-krisselig gerade, ne? Sehr merkwürdig. So, ich schau mal eben. Ich glaube, wir haben hier Eisen drin, oder? Ja, doch 112. Guck mal an. So, wir können ein bisschen was ablegen. Das mache ich mal eben. Federn können da rein. Leerdose, Pflanzenfasern. Schmerzmittel, Antibiotika, Messbecher. Ja. Ach, die können wir eigentlich mal lesen. Das sind ja die... Hier haben wir sogar ein Buch. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ich lese es gleich mal. Kohle, ja, Holz. Da können wir ein Stack Holz, können wir quasi gleich mal auf dem Grill schmeißen. Dann haben wir da ein bisschen Kohle. Boah, wir haben fünf Sanitätskästen. So, Pistole. Funktioniert die Pistole eigentlich? Verschlussgehäuse, Pistolen, Verschlussgehäuse. Ach so, die ist noch niemals ganz. So, warte mal, Eisen. Ja, dahin. Dann lese ich mal eben hier die... Oh, ist super ausgekiet hier gerade, muss ich sagen. Voll geil. So. Was haben wir hier? Ein Buch. Kann ich lesen. Ja, sehr schön. So, Waffenschmied. Warte mal, ein Stack Holz können wir theoretischerweise mal hier reinpacken. Dann haben wir Brennstoff da. Und... Yeah. Wir brauchen definitiv was zu trinken und was zu essen als nächstes. Das ist unsere nächste Aufgabe. Da werden wir ein bisschen Kakteen farmen. In der nächsten Runde. Und was zu trinken organisieren. Weil wir haben genug Glaskrüge. Hier geht's noch in den Keller. Übrigens, hier hatte ich, wie gesagt, im Let's Play. Die Folgen kommen noch auf YouTube. Nicht wundern. Huch. Ich hatte im Let's Play übrigens, hier so ein Kinosaal gebaut. Ich glaube, ich muss mal eben... Ich glaube, ich weiß, warum es dunkel wird. Warte mal eben. Ich werde mal eben kurz Licht machen.
Hallo, meine Freunde. Jetzt kann ich sie auch zuziehen. Ein bisschen. So, das ist schon viel besser, ne? So, dann ist es nicht mehr so komisch ausgegrünt. So, was wollte ich sagen? Ja, es kommt mir vor wie Nacht, aber es ist gerade irgendwie, also bei mir hier zu Hause, aber es ist irgendwie, ja, 23:30. So, und von hier oben haben wir noch eine super Aussicht. Das ist so geil. Das ist voll mega. Und wir müssen Eisen farmen. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal in die Gedukthaltung, damit wir hier nicht gesehen werden. Was brauchen wir denn alles für so eine Schmiede und so? Lass mal eben gucken. So. Wo finde ich denn das? Ich glaube, Gebäude ist das, ne? Oder? Ist das... Hallo? Huch. Warte mal, ich suche mal eben. Schmiede, da, Schmiede. Kleiner Stein haben wir, Lehmklumpen brauchen wir, Blasebalg und kurzes Eisenrohr. Das kurze Eisenrohr, warte mal, Eisenrohr, finden wir das? Oder müssen wir das auch bauen? Bin mir da gar nicht so sicher. Eisenschreibtisch. Wer braucht denn bitte einen Schreibtisch in dem Spiel? Da, kurzes Eisenrohr. Ah, da brauchen wir geschmiedet. Hä, wie soll ich denn geschmiedetes Eisen herbekommen, wenn wir keine Schmiede haben? Macht Sinn. Okay, vielleicht findet man das auch. Okay, das mit dem Suchen finde ich ganz cool, weil da kann man wenigstens zwischendurch mal gucken. Wie gesagt, als nächstes, also das, was als nächstes auf dem Plan steht, ist definitiv was zu essen. Weil das wäre ganz cool. Ich sollte vielleicht nochmal ein paar Äxte craften. Ein paar Äxte craften. So, wo haben wir denn... Hallo? Holzstein haben wir? Wo ist denn... Fackel? Sind doch mal meine Favoriten, oder? Oder bin ich jetzt... Oder bin ich jetzt falsch im Bilde? Okay, es gewittert gerade draußen, also bei mir. Kann man mitspielen? Nein, kann man nicht mitspielen, weil wir... oder ich beziehungsweise nehme gerade für YouTube auf. Sei mir nicht böse drum. Weil das ein Let's Play ist und, wie gesagt, deswegen. Sei mir da nicht böse drum. Aber lieben gerne, danke, ist nett gemeint. So, ich, wollte doch hier Axt bauen. Ich höre schon wieder jemanden. Ich höre jemanden rumkreuchen. Hier ist irgendwo jemand. Ich höre ihn. Ohne Spaß, ich höre ihn. So, ich baue mal ein paar mehr Äxte. Ich glaube, die hauen gerade unten vor unserer Dings. Scheiße. Ja, unten vor unserer, ja. Vor unserem Metallgestänge, was wir da gebaut haben. Aber es ist 6 Uhr, das heißt, wir können so langsam mal uns verdünnisieren hier. Alter, guck dir... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ja, komm doch her. Aber ich habe keinen Bock, dass sie mir die Mauer da einreißen, weil die ja schon ganz geil ist. Jawohl, den haben wir. So. Toll, jetzt kloppen die mir da echt die... Weißt du was, ich glaube, ich verschwinde hier, damit die da halt nicht mir das eintreten alles. Ja, ich bin gejagt. So. So, ich muss für die Schmiede einen Blaseball bauen. Achso, okay. Lalalalalala. Ich verschwinde erstmal hier. Ich werde jetzt mal ein bisschen Nahrung farmen hier. So ein bisschen Kaktus, so Kakteen und tralala. Und wir brauchen... Mist. Ich bin verwundert, kann das sein? Ich bin nämlich genau in die Stacheln reingesprungen. Ich verblute. Ich brauche... Oh Gott. Verband. Wie kann ich den nutzen?
Das ging gerade nochmal gut. Ich bin selbst in meine eigenen Fallen reingelaufen. Wie dumm. So, dann wollen wir mal ein bisschen hier Yucca-Kumpel sammeln. Lass Yucca-Kumpel. Ich hoffe, die prügeln mir da irgendwie innen nichts nieder. So. Boah, das ist jetzt aber auch umschütten. Alter Schwede. So. La, 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 la. Survival. So, da gucken wir mal. Weil je mehr Yucca wir haben, desto mehr haben wir an Nahrung. Und wir müssen Wasser finden. Ich hatte, glaube ich, vorhin eine Wasserstelle gesehen im Augenwinkel, wie wir da in diesem schrecklichen Biom waren. Ich muss mal gleich nochmal auf die Karte gucken. Na, ich schau mal eben auf die Mappe. Ah, guck mal hier, links von uns. Also quasi in die Richtung wäre das dann, oder? Ja, in die Richtung wäre Wasser. An unserer alten Hütte vorbei. Dann gehen wir mal hin. Weil dann haben wir die Glaskrüge mit? Ja, 15 Stück, das dürfte reichen. Dann können wir die Glaskrüge auffüllen und haben und können das Wasser dann aufbereiten und kochen. Dann haben wir da... Hallo, Spiel? Dann können wir da in Ruhe Wasser zubereiten und haben genug Wasser. So. Hier ist wieder Stein. Und Eisen müssen wir farmen. Wir brauchen Eisen unbedingt. Zwinker, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und RW2209W. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Bei mir sieht es aus, als ob es mitten in der Nacht ist, weil ich schon wieder so hell erleuchtet bin. Ich bin erleuchtet. Willkommen im Live Let's Play. Ich nehme gerade auf für YouTube. So, es kommen wieder ein paar Folgen auf YouTube. Einige habt ihr noch nicht gesehen, auch auf Twitch nicht. Die werde ich noch, die muss ich noch schneiden und rendern. Die habe ich mit meiner neuen Kamera ausprobiert. Das Problem dabei ist nur, dass mein Rechner nicht... Hallo? Dass mein Rechner nicht leistungsstark genug ist, um 1080p Kamera aufzunehmen. Weil es ist... Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Alter, es ist so donnern. Weil das dann so am Ruckeln ist, die Kamera. Und deswegen habe ich das auf 720p aufgenommen und ich möchte doch schon gerne auf 1080p aufnehmen. Also qualitätsmäßig möchte ich schon gerne vorne bleiben. So, ja, da gucken wir mal. Aber ich muss mal gucken, dass ich vielleicht ein vernünftiges Programm da mal finde zum Aufnehmen. So. Ich finde es super, wenn man Materialien sammeln muss, um was damit zu erschaffen. Ja, es ist auch ein geiles Game. Es macht eine Menge Spaß, wenn man das mit der Dehydrierung im Griff hat. Was ich jetzt durch den lieben Joker, der im Chat war oder ist, keine Ahnung, aber noch zuschaut, herausgefunden hat, wie man das ein bisschen behebt und keine Probleme mehr mit hat. Weil das war am Anfang so ein ätzender Punkt, wo ich dachte, Alter, das geht gar nicht. Das ist, wo ich so dachte, komm, das spielst du nie wieder, weil das wird echt schnell zum Kotzen, diese Dehydrierung. Und ja, die habe ich jetzt so einigermaßen im Griff. Das finde ich super. So. Ich weiß jetzt schon, dass wir die siebte Nacht nicht überleben werden. Das ist, ich glaube nicht. Ich mutmaße jetzt mal schon mal voraus. Aber, okay. Ah, unsere erste Axt ist kaputt von 100 Stück, die wir gebaut haben. Und hier ist Wasser, ne? Geil. So, ich werde mal eben die Glaskrüge auf den Inventarplatz legen. Ich hoffe, ich muss sie jetzt nicht einzeln auffüllen. Guck mal da drüben. Hallo. Warte mal, geht das? Ah, jetzt sind alle voll. Das ist ja geil. Okay, man braucht nicht alle einzeln auffüllen. Das ist mega. Okay, trinken können wir es natürlich noch nicht, weil es natürlich Schmutzwasser ist. Wir müssen es noch aufbereiten und kochen. Das donnert bei uns, Junge, Junge. Ja, bei mir auch. Das ist, Alter Schwede. Krass. Ich bin froh, dass ich gestern noch schwimmen war. Ich war gestern noch schwimmen. So. Hallo. Ich gehe bestimmt nicht zu dir. 42 Yucca, Alter. Boah, das ist eine Nahrungsquelle, ne? Das ist unfassbar. Damit werden wir, glaube ich, ein Leben lang auskommen hier. Also, okay, ist das Haus von uns? Ich glaube ja, wo wir am Anfang gespawnt sind. Also für die Leute, die jetzt fragen, hä, wo spielt der denn da? Da war der doch vorher nicht, der war doch in der Stadt und tralala. Es ist erstens ein neuer Spielchen und zweitens die Folgen davon, wo ich angefangen habe, sind noch nicht raus auf YouTube. Die haue ich noch raus. Ja, also die kommen noch. So.
Der Zuschauerzähler, glaube ich, stimmt auch nicht ganz. So. Ja, hier oben stimmt er. Bei Twitch selber stimmt er gar nicht. So. Lass Yuka. Komm, Yuka nehmen wir auch mal mit. Weil wir schon einmal dabei sind. So. Also wird das heute hier am Tag 4, wird das erstmal so eine Essensfarm-Tour. Und, ich glaube dann am nächsten Tag, also Tag 5, werden wir ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Eisen farmen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel so richtig funktioniert. Ich bin kein Profi und tralala. Aber bitte lasst mir auch meinen Spielfluss. Ja, ich möchte gerne so spielen, wie ich möchte. Ja, Tipps bin ich immer wieder gerne gelegen. Ja, wisst ihr ja, also wenn ihr Tipps habt oder so, ne, wie man, was man holen kann, man essen oder tralala, immer gerne. Ja. Aber es gibt so Leute, wahrscheinlich kennst du es auch, die dann sagen, spiel mal so. Das finde ich, oh. Na, das finde ich ein bisschen nervig. Oh, warte mal. Ich habe was, da war gerade ein Hühnchen. Aber wir haben ja hier unsere Yucca-Pflanzen. So. Okay, Ausdauer geht schon wieder runter. Müssen mal gucken, dass wir mal... Wo ist denn das Hühnchen hin? Ist es noch hier am Rumlaufen? Mhm. Ich habe Angst, dass jeden Moment irgendwie so ein Zombie irgendwo auftaucht vor uns. So. Das ist voll die geile Nahrungsquelle, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Haben wir noch genug Platz im Inventar? Ja, haben wir noch. Der farmt jetzt schon ins Inventar, weil wir unten 50 haben. 50 kann man davon insgesamt stacken, Alter. Boah, wenn wir 100 haben, haben wir erstmal genug. Vorerst. Boah, den ganzen Tag hier Kakteen farmen ist jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen. Ja, willkommen bei Folge 100, immer noch bei Kakteen farmen. So. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge das ist. Wievielte Folge? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir nur sehr, sehr aufgefallen, dass es doch wirklich, weil ich es ja heute aufnehme, es ist mir doch tatsächlich aufgefallen, es ist sehr gern gesehen. Also auf YouTube, also es sind bei mir, muss ich sagen, ich glaube über 40 bis 50 Zuschauer, die es angeklickt haben und geguckt haben. Ja, ob sie geguckt haben, weiß ich nicht, aber ist schon verdammt viel. Und da gehe ich von aus, dass es doch gern gesehen wird. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es ja eigentlich so ein... Ja, es ist kein weltbewegendes Spiel, ja, es ist... Oh, hallo! Ciao! Es ist halt kein, boah, Nonplusultra, Ubisoft, EA, Maximum Game, ne? Ciao! So. Ich überlege gerade, ob ich es mir auch holen soll. Ja, wie gesagt, wenn du weißt, wie alles so am Anfang funktioniert. Am Anfang stand ich erstmal wie ein Ochs vom Berg und wusste gar nichts. Du kriegst ein Tutorial. Ja, toll, das Tutorial kannst du eigentlich auch im Prinzip, das Tutorial kannst du im Prinzip eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, einfach in eine Tonne kloppen. Weil du kriegst ein bisschen so ein paar Grundlagen, wie du halt eine Axt baust, wie du einen Bogen baust, wie du halt diese Holzklötze da baust und tralala und einen Schlafsack und das war's dann auch. Und dann wirst du einfach ins Spiel geworfen. Du kriegst nicht erklärt, wie du zum Beispiel eine Dehydrierung wegkriegst. Ja, Nahrung, gut, okay, erklärt sich vielleicht von selbst. Aber ganz ehrlich, wenn schon bei so einem Spiel, würde ich schon gerne wissen, ja, wie überlebe ich denn hier richtig? Wie kriege ich so ein Survival-Guide? Weißt du, wäre schon ganz geil gewesen. Wo so ein bisschen mehr erklärt, Chris. Weil du wirst einfach ins Spiel geworfen, wo du dann denkst so, hm. Ja, und jetzt? So ungefähr. Ah, Ansel, Adams River. Ja, dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal über die... Können wir es abfarmen? Alter, wir könnten die ganze Brücke abfarmen. Das ist ja geil. Okay, ich stehe jetzt mit dem Rücken zum Zombie. Das ist natürlich nicht so gut. Mich würde mal interessieren, was wir kriegen, wenn wir die Leitplanke abbauen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Ich guck nochmal eben. Hallo, Spiel? Ah ja, der hockt dahinter. Das ist gut. Der kriegt uns nicht. Was kriegen wir da? Gar nichts. Auch schön, oder? Doch, wir haben, ich glaube, wir haben Eisen bekommen, oder? Ich schau nochmal eben.